Wir befinden uns im zweiten großen Kapitel wirksamer Führung, und zwar bei den Kernaufgaben wirksamer Führung. Innerhalb dieser Kernaufgaben möchte ich in diesem Video eine der herausragenden und vielleicht der wichtigste Bereich in den Kernaufgaben etwas näher beleuchten. Und das ist das Treffen von Entscheidungen. Allerdings möchte ich mich diesem Thema von der anderen Seite nähern. Und zwar, wie werden Fehlentscheidungen getroffen? Das klingt eigenwillig, ist es auch. Allerdings aus Fehlern, aus Fehlentscheidungen und aus der Gefahr, woraus Fehlentscheidungen entstehen, können wir für uns sehr schön ableiten, wie wir uns dagegen wappnen möchten. Die erste Ursache von Fehlentscheidungen sind einmal zu schnelle, zu vorschnelle Lösungen. Das heißt, hier wird nach der Methode Geschwindigkeit ist alles eine Lösung angestrebt, die man überhaupt noch nicht wohl überlegt hat. Hand in Hand damit, mit dieser ersten Methode sicher Fehlentscheidungen zu treffen, geht auch die Annahme der erstbesten Lösung. Also wir kommen zu einem Thema, zu einem Problem. Und wir finden eine Lösung. Diese Lösung gefällt uns schon sehr gut. Und das ist gefährlich. Wir sind sozusagen hier sehr verführt, erstens einmal schnell zu entscheiden und diese erste, nämlich die erstbeste Lösung, gleich einmal zu nehmen. Zu sagen, das passt, Problem erledigt, wir können zum nächsten Thema übergehen. Was wir hier verabsäumen ist, die weiteren Optionen zu hinterfragen. Vielleicht gibt es neben dieser guten Lösung noch eine bessere. Vielleicht gibt es sogar eine noch viel bessere. Das Unangenehme bei dieser Vorgangsweise ist, dass wir auf den Fehler manchmal gar nicht und manchmal erst sehr spät aufmerksam werden. Nämlich dann, wenn trotzdem etwas schief geht, wir der Meinung waren, wir haben eine gute Lösung gefunden gehabt. Aber erst dann geht uns sozusagen ein Licht auf und wir erkennen, oh Gott, es gab ja noch eine viel, viel bessere Lösung. Also, die erstbeste Lösung ist nicht die beste. Bei der erstbesten Lösung haben wir manchmal auch die Risikomatrix übersehen. Also die Risikomatrix sagt aus, wie groß ist die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos und jede Entscheidung wird ja, wie wir wissen, unter Unsicherheit und damit unter Risiko getroffen. Das ist, wie groß ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und wie groß ist der mögliche Schaden. Und damit kann man sich schon vorstellen, zumeist werden rechts außen die Farben immer dunkelroter. Dort ist das Risiko am größten. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen mehr Zeit in jene Entscheidungen investieren, mehr nachfragen, uns mehr mit anderen beratschlagen, je größer das Risiko ist. Das eben eine Kombination aus Eintrittswahrscheinlichkeit und möglichem Schaden darstellt. Und haben wir dann eine Lösung gefunden und kommen wir dann sogar drauf, dass es nicht die beste Lösung war, dann haben wir Menschen so eine Intention, an der einmal gefundenen Lösung festzuhalten. So nach der Methode, jetzt haben wir schon so viel Energie investiert, vielleicht auch Geld, vielleicht auch Ressourcen. Jetzt können wir doch nicht ganz einfach zurücktreten und sagen, nein, wir machen etwas anderes. Allerdings, bei einer Fehlentscheidung ist der beste Punkt, diese Entscheidung zu revidieren, immer jetzt. Weil alles, was später kommt, wird teurer und risikoreicher und manchmal auch blamabler für denjenigen, der entschieden hat. Ja, und zu guter Letzt haben wir Menschen auch sogenannte Wahrnehmungsfehler. Das heißt, wir können gewisse Dinge, die wir zwar in Zahlen vielleicht sogar vorfinden, nicht einordnen. Also das ist in Zeiten wie diesen, mitten in der Corona-Krise Phase 2, jeden Tag uns bekannt. Wir lesen eine Zahl, Infektionsrate geht nach oben, müssen diese Zahl in Verbindung bringen mit getesteten Personen, in Verbindung bringen mit Auslastung der Intensivbetten, in Verbindung bringen mit Toten, die wir pro 100.000 Einwohner haben und irgendwann scheitern wir dann. Dann folgen wir nur mehr dem Gefühl und das kann uns natürlich irreleiten. Das darf in beruflichen Entscheidungen nicht der Fall sein. Dann müssen wir zurücktreten und müssen mehr Informationen auf valide
Beine stellen und gegebenenfalls immer wieder mit anderen Menschen diskutieren. Da geht es nicht darum, Konsens zu finden, sondern unterschiedliche Meinungen einzufordern und diese in den eigenen Entscheidungsprozess einfließen zu lassen. Sonst kommen wir wiederum zu Fehlentscheidungen. Ja, und dazu gibt es drei wesentliche Methoden, die man alle drei zusammen letztendlich anwenden kann. Die erste Methode ist nicht verwunderlich. Entschleunigen. Das heißt, Speed kills. Je schneller ich unterwegs bin, desto weniger gute Entscheidungen kann ich treffen. Das wissen wir vom Autofahren. Wenn man mit hoher Geschwindigkeit fährt, kann man nicht schnell genug reagieren. Genauso ist es bei Entscheidungen. Ich muss einmal einen Stopppunkt setzen und muss sagen, gut, jetzt ziehe ich mich zurück und überlege einmal mit mir selbst, zu welchem Schluss ich komme. Bei vielleicht sehr schwierigen Entscheidungen. Zum Beispiel Personalentscheidungen. Zum Beispiel Restrukturierungsmaßnahmen, zum Beispiel auch die Anschaffung eines neuen EDV-Systems oder der Einstieg in einen neuen Markt. So viele, viele Entscheidungen, die ein solches Innehalten notwendig und sinnvoll machen. Innerhalb dieses Innehaltens ist es zielführend, und das ist der zweite Punkt, das eigene Modell zu überprüfen. Und zwar nicht nur an der Oberfläche zu überprüfen, also ist die Entscheidung jetzt auf ordentlichen Beinen stehend, sondern auch mehr in die Tiefe zu gehen. Also auch zum Beispiel die Frage zu stellen, bleiben wir beim EDV-System, ich muss mich entscheiden zwischen zwei EDV-Systemen, dann ist die erste Frage, brauche ich wirklich ein neues EDV-System? Oder könnte ich rein theoretisch auch mit dem bestehenden System weiterarbeiten? Das sind so grundsätzliche Fragen, die im Entscheidungsprozess, wenn sie zu spät gestellt werden, sehr, sehr unangenehm sind. Aber am Beginn sehr wichtig sind. Weil am Beginn kann ich noch immer den gesamten Prozess in der angemessenen Zeit dann durchschreiten. Je früher, desto besser sollten solche, Anführungszeichen, unangenehmen Fragen kommen. Also das eigene Modell prüfen ist Punkt 2. Und der dritte Punkt ist fast mein Lieblingspunkt. Wir suchen uns einen Advocatus Diaboli. Also den Anwalt des Teufels, das ist er natürlich nicht. Aber es ist jemand, der den Finger in die Wunde legt. Also Punkte, die wir ausgeblendet haben, wo wir sagen, na das wird schon nicht eintreten, da haben wir keine Bedenken. Genau diese Punkte werden vom Advocatus Diaboli, einem befreundeten Kollegen, einem Mitstreiter, der diese Rolle übernimmt und uns davor schützt, in Unkenntnis oder in zu geringer Beachtung dieses Punktes eine Fehlentscheidung zu treffen. Entscheidungen zu treffen ist also eines der Kernstücke jeder Führungskraft. Das wird von Ihnen, von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch verlangt, das wird von Ihren Vorgesetzten verlangt, aber lassen Sie sich nicht in die Irre führen. Sie haben ja eine Verpflichtung, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und hier hilft uns wiederum der Pareto. Sie sollten in 80% der Fälle die richtige Entscheidung treffen. Dann haben alle anderen auch Nachsicht mit den weniger optimalen Entscheidungen, weil sie ja jede Entscheidung unter Risiko treffen. Sie haben nicht 100% Information und müssen trotzdem entscheiden. Ja, und somit sind wir auch schon wiederum am Ende dieses kleinen Videos zum Thema Führungsverhalten, und zwar die Kernaufgaben. Daraus herausgegriffen das Thema Entscheiden. Es gibt noch 5 weitere Kernaufgaben, die Sie sowohl im Podcast als auch im Magazin, als auch natürlich bei den Folien wiederfinden können. Ich wünsche Ihnen ja viel Kraft, viel Zuversicht und auch viel Mut für Ihre zukünftigen Entscheidungen als Führungskraft. Ich freue mich auf das nächste Kapitel. Wir haben ja noch 2 vor uns zum Thema wirksame Führung. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.